Nach langer Zeit heute mal wieder ein CD-Player, ein Denon DCD 1520, relativ altes Gerät, aber sehr gut verarbeitet, aufwendig und hochwertig aufgebaut. Bemängelung ist, dass er selbst gebrannte CDs ganz schlecht abspielt und bei fertigen CDs auch ins Stottern kommt, also so ein klassischer CD-Player-Fehler. Dann starten wir ihn mal. Ich habe das Oszilloskop schon an das Augensignal, RF-Signal auch genannt, angeschlossen. Ja, ihr seht das oder ihr hört, dass er normal startet. Mal sehen wir die Titel. Springt, anspringt, das klappt. Oh, ja. Spur ist nicht sehr stabil. Um nicht zu sagen labil. Mal in die hinteren Titel fahren. Jetzt rühre ich ihn nicht an. Also das Augensignal, ich zeige euch das gleich, ist auch sehr stark schwankend in der Amplitude. Sieht nicht stabil aus und nach meiner Meinung erfahrungsgemäß auch zu niedrig, erheblich zu niedrig. Es schwankt zwischen 200 und 240 Millivolt. Üblich sind so 500 bis 600 Millivolt. Ja, jetzt springt er selbsttätig. Ja, jetzt haben wir den Salat gesehen. Okay, geh mal auf das Augensignal. Ja, mal schauen, ob er jetzt wieder einen Titel zurückspringt. Aber der Fehler ist eindeutig. Bei solchen schon in die Jahre gekommenen Geräten besteht natürlich die große Gefahr, dass der Laser verbraucht ist. Das könnte hier auch der Fall sein. Das Problem: er hat hier einen Pickup, also eine Lasereinheit, die absolut selten ist. Naja, seht das, was passiert. Ja. Die absolut selten ist und einen horrenden Preis hat. Also von Markenlieferanten liegt das Pickup, die Lasereinheit, zwischen 300 und 399 Euro. Das heißt, das ist ein gewisses Risiko. Und wenn man das dann tauscht, muss der Wille des Besitzers da sein, das Gerät noch viele Jahre zu benutzen. Wobei man natürlich bedenken muss, dass hier auch die ganzen anderen Faktoren noch eine Rolle spielen. Der Spindelmotor, der Diskmotor, auch das ist ja alles schon viele Jahre gelaufen. Und damit haben wir hier kein neues Gerät mehr. Wir haben einen mechanisch betriebenen Abtaster und da treten halt die Verschleißprobleme auf. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ja, ein normales Pickup, der Standard CD-Player liegt so bei guter Qualität zwischen 30 und 50 Euro. Daran könnt ihr erkennen, wo der Unterschied ist. Aber das Angebot bestimmt den Preis und das Angebot ist niedrig. Und daher muss man dann eventuell diese Summe bezahlen. Aber so weit sind wir noch nicht. Denn dieser CD-Player hat eine exzellente Serviceanleitung mit einer sehr umfangreichen Abgleichanweisung. Ja, das ist indiskutabel. Brauchen wir nicht drüber reden. Und es gibt hier die Möglichkeit, wirklich den Laserstrom zu messen, festzustellen und die Qualität des Lasers damit einzuordnen. Ja, ich würde sagen, das tun wir dann mal und schauen uns diese ganzen Werte mal an.
Bevor es an die weitere Fehlersuche geht, macht es Sinn, ein paar Grundparameter zu prüfen. Das Wichtigste hier ist die Laserleistung, das heißt der Laserstrom. Und das ist bei dieser Art von CD-Playern sehr gut geregelt. Es bleibt festzustellen, dass es heute vielfach auch bei sogenannten Edelherstellern keinerlei Hinweise, Daten und Vorgaben für den Wechsel eines Pickup gibt. Das ist sehr bedauerlich, weil das ein wesentlicher Punkt an der guten Funktionalität ist. Ja, hier finden wir das anders vor. Zunächst hat Denon die wichtigsten Messpunkte zentral hier rausgeführt. Das ist schon mal sehr gut. Da gibt es dann auch in der Serviceanleitung eine Brücke, mit der man den Prozessor in einen sogenannten Probebetrieb schalten kann, um gewisse Funktionalitäten zu prüfen. Nun habe ich zum Messen des Laserstroms das Digitalvoltmeter hier schon angeklemmt. Das macht man natürlich im spannungslosen Zustand, um da nicht das Risiko eines Kurzschlusses oder einer Brücke einzugehen, wenn man die Klaps anbringt. Wir messen letztlich jetzt die Spannung, die am Fußpunktwiderstand der Laserdiode abfällt. Das ist ein 22 Ohm Widerstand. Deswegen ist die Formel in der Serviceanleitung auch entsprechend dem Ohmschen Gesetz aufgestellt. Das heißt, wenn wir jetzt den Widerstand AD1 wissen, das wissen wir, 22 R, und hier die Spannung wissen, dann können wir den Strom errechnen. Das ist gar kein Problem. Und damit dann sehen, was ist da noch an Action im Laser. Wo bekommen wir aber jetzt den Referenzwert her? Das ist ja jetzt die entscheidende Größe. Was für ein Laserstrom müsste fließen, um eine Qualitätsaussage zum Pickup treffen zu können? Und das ist hier eindeutig und klar geregelt bei diesem Pickup von Sony. Dazu fahren wir die Schublade raus und bekommen damit dann einen Blick auf das kleine Typenschild hier. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Ich mache es jetzt mal von der Seite, weil ich kann den CD-Player dafür jetzt nicht ganz rumdrehen. Aber zum Verständnis reicht das aus. Und ihr habt hier unten die letzte Ziffernreihe. Und dann sehen wir eine 508. Und das bedeutet nach dem Code des Herstellers, dass es hier rund 51 mA sind, also 50,8. Die Kommastelle wird nicht angegeben. 50,8, das bewegt sich immer so in dem Bereich, ist hier der vom Werk gemessene Laserstrom gewesen im Neuzustand. Die Serviceanleitung sagt, wenn das mehr als 20-30% dann abweicht nach unten, dann wird es sehr, sehr kritisch. Man muss hier aber bedenken, dass man temperaturabhängig pro 10 Grad etwa 5% Abweichung bekommt. Jetzt haben wir hier Raumtemperatur, das Gerät ist im Prinzip betriebswarm. Deswegen können wir jetzt vom Status quo also davon ausgehen, dass er diesen Strom in etwa bringen müsste. Mit einem gewissen Leistungsabfall über die Jahre, selbstverständlich. Das Gerät ist ja nicht das jüngste, das wissen wir. Okay, ja, dann gilt es nun eine CD einzulegen und das Gerät normal in den Spielmodus zu bringen. Natürlich habe ich den Laser, die Laserlinse vorher gereinigt. Das ist bei einem alten Gerät obligatorisch. Darüber braucht man nicht zu reden. Das hat aber mit dem Laserstrom natürlich keine Kopplung, sondern würde nur die Abtastung verbessern. So, ich drücke auf Play und schwenke nun auf das Messgerät. Und ihr seht, mit zunehmender Erwärmung auch einen höheren Spannungsabfall. Das heißt, der Strom nimmt etwas zu durch die Laserdiode. Wir lassen ihn deshalb auch jetzt einen Moment
im Betriebsmodus, um damit sich das Ganze stabilisiert. Ja, und die Formel ist relativ einfach. I gleich U durch R. Und das heißt, die Spannung, die wir jetzt hier ermitteln, geteilt durch 22, ergibt den Strom in Ampere. Ja, wir sehen durchaus, dass hier die Betriebsdauer noch erheblichen Einfluss hat. Der Spannungsabfall steigt, das heißt, der Strom durch den Widerstand steigt linear dazu. Und wir warten noch mal ein klein bisschen mit der Festlegung dieses Wertes, obwohl wir könnten jetzt mal mit diesen 1,128 Volt rechnen. Das machen wir mal. 1,128 Volt geteilt durch 22. Ja, und das selbst ist schon befriedigend. Wir kommen hier auf 51,2 Milliampere. Das heißt, das ist zu 100% noch in Ordnung, selbst bei dieser Betriebssituation. Daher können wir jetzt schon mal in der Hinsicht einen grünen Haken setzen, das ganz, ganz wichtig ist, denn dieses Pickup kostet aus zuverlässiger, seriöser Quelle um die 400 Euro. Es gibt natürlich wie immer Angebote vom China-Markt, da würde ich ganz, ganz schwer von abraten. Es ist leider ein Pickup, das in sogenannte High-End-Laufwerke, in hochwertige CD-Player gebaut wurde von Sony, und davon sind noch viele auf dem Markt. Ja, und somit ist das normalerweise hier für so ein Gerät, wenn der Besitzer nicht bereit ist, in einer Fachwerkstatt 600 bis 700 Euro, das würde das nämlich dann kosten, in der Fachwerkstatt zu investieren, das Todesurteil, ein verschlissenes Pickup. Es gibt wohl einzelne Bastler, die die Laserdiode ersetzt haben. Ich bin da sehr vorsichtig. Ob das gelingt, ist immer eine große Frage. Das kann man natürlich versuchen, wenn es ein eigenes Gerät ist, ganz klar. Aber ich würde das nie machen im Auftrag, weil ich sehe mich auch in gewisser Verantwortung, dass die Geräte dann langzeitstabil laufen. Und wir sehen, der Strom in der Diode nimmt zu permanent, das heißt die Betriebstemperatur. Und wir gehen ja jetzt in den positiven Bereich, das heißt, der Laser wird noch besser. Gut, also wir halten fest, so kann man an diesen Geräten die Qualität des Pickups feststellen, und wir sind uns jetzt schon mal sicher, dass wir von der Seite kein Problem zu erwarten haben. Allerdings hat sich nach der Reinigung, der Linse hier kein positiveres Bild, was die Abtastung angeht, eingestellt. Wenn ich auf die hinteren Titel gehe, ich mache mal eben den Verstärker an, dann läuft das Gerät zwar, aber ja, ihr seht's, er hat ein Problem, die Spur konstant zu halten und zu finden. Es ist ein sehr sensibles Springen feststellbar. Ja, wir müssen also jetzt in Richtung Servoregelung der Parameter ausrichten und schauen, was da sein kann. Ein wildes Herumstellen an Trimpotis, die hier zu Mass vorhanden sind, davor kann ich nur warnen, Finger weg. Wenn man das abgleicht, dann exakt nach der Serviceanleitung. Und die Erfahrung lehrt, sowas verstellt sich aber nicht. Das heißt, es müssen sich andere Werte verändert haben. Und hier ist es tatsächlich so, ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund mehr, Elektrolytkondensatoren, aber es ist leider so, dass wir jetzt das Augenmerk auf die Elektrolytkondensatoren legen sollten. In der Regelung, in den Regelstufen, bei dem Alter des Gerätes, kann da schon die Ursache liegen, dass, wenn wir die ersetzen, die Regelungen wieder stabiler und in einem größeren Fenster arbeiten. Ja, das soweit erstmal bis hierhin, und dann geht's anschließend
mit der Fehlersuche weiter. Bei diesem Denon CD-Player lässt sich die recht massive Grundplatte lösen und man kommt an die Hauptplatine prima ran. Ja, was natürlich das Thema, hatten wir schon sehr oft, zu überprüfen ist, sind gerade die TO220-Transistoren, also die Transistoren im TO220-Gehäuse. Auch hier sind die Lötstellen wieder angebrochen. Das ist aber nicht der Grund für den Fehler, ganz klar. Das bedeutet, ich werde das jetzt erstmal alles nacharbeiten und mir dann mal die Elektrolytkondensatoren ansehen. Ja, dann muss man schauen, wie weit man da kommt, was man da findet. Ich gehe jetzt, ich zeige euch das mal. Viele glauben das ja bis heute nicht, dass das funktioniert, aber ich kann euch sagen, es ist so. Ja, geht die Totale. Okay. Da müssen wir das Messgerät, glaube ich, besser hier rüberstellen, damit wir das sehen können. Oder ich glaube, das müsste von der Reflexion her. Also ist besser. So ist das besser. Also wenn ich mit 1 kHz Messfrequenz arbeite, dann ist die Impedanz durch den Elektrolytkondensator fast immer der kürzeste Weg für das Messsignal. Und daher zeigt mir das Messgerät trotz eingebaut in der Schaltung relativ akzeptable Messwerte an und ich kann eine Ersteinschätzung vornehmen. Und ich beginne jetzt einfach mal, das Gerät ist spannungslos, mit, ich habe mir die Werte in etwa gemerkt oben, wie die sind. Das ist ein 22 μ, 2,69 ESR, 19,1. Der läuft schon raus. Das müsste ein 3,3er sein hier. Ja, 2,9, aber relativ hoher ESR. Hier ein sehr hoher ESR. Also da ist was mit den Elkos. Die sollten in jedem Fall ersetzt werden. Das war jetzt mal so ein paar Kostproben. Gott sei Dank ist das von unten mit dem das Layout schön bedruckt, sodass man gut die Elkos erkennen kann. Das ist ein 33 μ, der ginge vom ESR noch, aber hat Kapazitätsabfall. Also ihr merkt, das ist durch die Bank in die Minustoleranzen gehend. Und es kann jetzt auch sein, dass die Summe der schlechter werdenden Elkos das ja, hier, das müsste ein μ sein. 17,12 ESR. Ja, das ist schon heavy. Das müsste ein 10er sein. 8,6. Also die sind in Richtung Verschleiß unterwegs, die Elkos. Gut, das als Beispiel. Ich denke, dass ich gerade hier in der Servoregelung zunächst erstmal alle austausche. Das scheint ein roter Faden zu sein. Und dann nochmal prüfen, ob sich da schon was verbessert hat. Eventuell mal die Messwerte nehmen von den Regelkreisen. Ja, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Beginn des Abgleichprozedere. Zunächst muss, um in das sogenannte Wartungsprogramm zu gelangen, der Testpunktleiste 102, Pin 3 und Pin 4 kurzgeschlossen werden. Das sind die Datenleitungen und hier ist höchste Vorsicht geboten, auf jeden Fall sehr sicher diese Verbindung herstellen und mit keinem anderen Pin in Berührung kommen. Dann liegt als erster Abgleichschritt an die Einstellung der PLL, der Phase-Lock-Loop-Schleife, auf 3,5 MHz. Also ist natürlich ein Frequenzzähler erforderlich. Und es wird ein weiterer Schritt gefordert. Und zwar muss der Abgleichpunkt oder Messpunkt ASY mit Ground 1, also die erste Ground-Stellung, kurzgeschlossen werden. Ihr seht das, habe ich realisiert mit einem Messkabel und den Clips. Okay, und nun schauen wir auf den Frequenzzähler, der jetzt nämlich keine Hausnummern anzeigt, sondern
die PLL-Frequenz und wir sehen, die liegt deutlich daneben. Ich bin mal gespannt, ob die sich mit dem PLL-Trimmer abgleichen lässt. Ja, lässt sich abgleichen. Ist auch eine sehr sensible Geschichte. So, und die Bedingung ist, muss ich noch mal eben schauen in die Anleitung. Die Bedingung ist Sekunde 3,5 MHz plus minus 10 kHz. Okay. So, glaube ich, kann man es stehen lassen. So steht er relativ stabil. Das sollte ausreichen. Ich versuche noch mehr. Ein bisschen mein Glück. Ihr wisst ja, ich bin ein Pingel. Ja. Okay. Das soll ausreichen. Das passt. Also wäre die Einstellung schon mal abgeschlossen. Als nächster Schritt wird der Slide Offset eingestellt und dazu ist die Taskkopfspitze mit Tastale 1 zu 10 an den Prüfstutzen Slide und die Krokodilklemme für Masse an Ground 3 anzuklemmen und als Einstellung dient der Regler VR10, das ist der hier Slide. Die Oszilloskoplinie muss genullt sein und DC-Betrieb eingewählt. Und es geht hier darum, die Linie symmetrisch auf die Nulllinie zu ziehen, also plus minus 100 mV sind da zugelassen. Steht etwas drüber, ihr seht das. So, ja, sind wir schön symmetrisch. Zur Nulllinie, das passt von den Messwerten her. Damit bin ich zufrieden. Das wäre also der faktisch zweite Abgleichpunkt. Fertig. Die nächste Messung der Spur Offset. Dazu ist es erforderlich, an die beiden Messpunkte einen Filter zu setzen. 33 K in Reihe, 1 Nano parallel. Das ist auch am besten, wenn man keinen Stecker hat, mit Anlöten realisiert, weil sichere Verbindung. Und das Oszilloskop wird dann entsprechend einmal auf Ground gesetzt und einmal hier oben an den Signalausgang. Das Ergebnis muss mit einer CD, es gibt eine Referenz-CD von denen, die ich natürlich nicht zur Verfügung habe. Deswegen habe ich mal eine gute Durchschnitts-CD genommen. Diese Referenz- und Mess-CDs sind nicht mehr zu bekommen. Aber eine CD, die industriell gefertigt ist und wo ihr wisst, die arbeitet sauber, muss man dann halt als Kompromiss nehmen. Es geht nicht anders. Okay, jetzt kann man tatsächlich also die Disk einlegen über dieses Serviceprogramm und ganz normal über die Laufwerkfunktion starten. Aber bitte im Servicemanual beachten, es dürfen nicht alle Tasten betätigt werden. Betätigt man die falsche, muss das Gerät sofort ausgeschaltet werden. Aber Play und Stop geht jetzt hier auch Lade auf und Lade zu. Die CD ist bereits drin. Ich starte also jetzt die CD. Und das Wechselspannungssignal, was sich jetzt auf dem Oszilloskop darstellt, sollte symmetrisch zur Grundlinie sein. Ja, mal schauen, ob der Regler, das ist der VR14, Wirkung zeigt. Das ist schon relativ gut eingestellt. Besser geht es natürlich noch mit einer höheren Ablenkung Birdy Vision. Da kann man das besser sehen. Und ich würde fast sagen, wenn ich das in niedriger Frequenz mache, dann
Jetzt ist es schön symmetrisch zur Nulllinie. Vorher natürlich immer am Oszilloskop die Nulllinie mit dem Ground-Schalter exakt einstellen, damit man da keine Fehlmessung macht. Gut, das wäre der nächste Abgleichpunkt. Das sieht aber bis jetzt alles gut aus. Richtig schwere Abweichung hatten wir nur bei der PLL-Frequenz. Okay. Und jetzt wird's lustig. Kaum noch zu überbieten, dieses Abgleichprozedere. Also, wir müssen mit zwei Filtern arbeiten und das Oszilloskop in den XY-Betrieb schalten, also klassisch die Aufnahme von lisajouischen Figuren. Wobei das hier in der Beschreibung wirklich komplex dargestellt ist und zunächst in die Irre führt. Ja, hier äußerste Vorsicht, ihr seht, die Filter sind aufgebaut und damit das Ganze noch ein bisschen prickelnder wird, muss man mit einem Funktionsgenerator 690 Hertz mit 1 Volt Spitze einspeisen. Das ist vorher mit dem Frequenzzähler zu prüfen, aber da ich einen digitalen Funktionsgenerator habe mit sehr exakter Spannungseinstellung und Frequenzeinstellung, kann ich mir das schenken. Ich habe das aber sicherheitshalber kontrolliert, das stimmt also. Und dann wird eingestellt die Verstärkung der Fokussierung. Und die soll symmetrisch sein. Das heißt, ich versuche euch das jetzt mal auf dem Oszilloskop zu zeigen. Ich drehe dazu die Kamera mal rum. So sieht das vorgefundene Signal aus nach ordnungsgemäßer Messanordnung. Und wir können deutlich erkennen, dass das Frequenzpaket etwa so schräg steht. Und das darf nach Serviceanleitung nicht sein. Das sollte möglichst symmetrisch stehen. Und wir versuchen jetzt mit dem Trimmer Verstärkung, Fokusverstärkung, VR13, das hinzubekommen. Da steht jetzt noch, wie wir ihn vorgefunden haben. Und ich gehe mal vorsichtig in eine Richtung. Aha, wir erkennen, wir nähern uns an. Und jetzt, ich kann das mal ein bisschen mehr in die Mitte ziehen. Ja, jetzt ist die Spurverstärkung gleichmäßig. Ich fasse nochmal zurück, damit ihr es nochmal besser seht. Seht ihr das? Und darum geht es bei diesem komplexen Messaufbau, dass wir hier eine symmetrische Verstärkung bekommen. Und das ist jetzt doch erheblich abweichend von dem, wie das eingestellt war. Alles das sind kleine Bausteine, die Abtastgenauigkeit des CD-Players entsprechend zu verbessern. So, und das ist jetzt für mich ausreichend. Okay, damit wäre dieser oder diese Messung abgeschlossen. Ich zeige euch auch nochmal, wie es in der Serviceanleitung dargestellt ist. Dazu drehe ich die Kamera jetzt gleich mal im Lauf rum. Ihr seht auch, dass hier in der Pausefunktion die CD läuft. Ja, und ich halte jetzt mal das Blatt vor, muss ich noch scharf stellen. Okay. Hier seht ihr die Messanordnung. Ne, anders. Ich stelle die Kamera mal anders. Das ist besser. Das geht besser. Mit besserem Licht. So ist das schon ein bisschen besser. Hier seht ihr die Messanordnung mit den Testpunkten, den Filtern. Und hier die Einspeisung über den Funktionsgenerator mit 690 Hertz, 1 Volt Spitze. Hier bei der Messanordnung wird es auch gleichzeitig mit einem Zähler noch kontrolliert, aber das ist bei mir quarzstabil, daher kein Thema. Und so die Vorstellung mit dem Abgleich. Das heißt, ihr seht hier dieses Frequenzpaket Y- und X-Achse in etwa symmetrisch, unten verschobene Bilder zur X- und Y-Achse und das soll möglichst kompensiert werden, das haben wir getan. Ja, bitte nicht irritieren lassen. Hier steht ja für die lisajouische Figur ein Kreis, aber es ist das Frequenzpaket damit gemeint. Das ist ein bisschen irritierend, wenn man das erste Mal macht. Okay, aber ich denke, das ist rübergekommen. Dann wäre der nächste Abgleichpunkt erfolgreich absolviert. Ich mache aber immer Folgendes.
Ich nehme den CD-Player danach immer wieder in den Normalbetrieb, um zu gucken, ob ich auch richtig liege. Nicht, dass man dann nachher ein total verstörtes Gerät hat, weil man irgendwo einen fundamentalen Fehler sich reingehauen hat. Okay. Die nächste Messung und letzte Messung und der Abgleich. Es geht darum, den Fokus Offset korrekt einzustellen. Dazu ist das Oszilloskop mit einem 10:1 Vorteiler anzuschließen und der Frequenzgenerator, so sieht das aus, auch an einer Stelle entsprechend einzuspeisen mit derselben Messfrequenz wie gerade. Mein Fokus mag nicht. Etwas zurückgehen, dann kommt er besser klar. So, also ihr seht das hier und es geht darum, das Augensignal in dem Betriebspunkt Pause so klar und sauber und ruhig wie möglich einzustellen. Das ist also wirklich kein großes Ding. Wir schauen aufs Oszilloskop und nehmen zunächst das Augensignal im Betrieb der CD. Ich mache mal die Amplitude ein bisschen größer. Dann sieht man das noch etwas feiner. Da ist natürlich nicht viel zu sehen jetzt. Dafür wechselt das Signal zu stark. Jetzt gehe ich in Pause. Und jetzt wird das Ganze schon etwas besser zu sehen. Und mit dem Regler hier kann ich jetzt auf ein möglichst ruhiges Bild einstellen. Das ist natürlich optisch ein bisschen anspruchsvoll. Muss man genau hinsehen. Mit großem Abstand geht das noch besser. Und ich muss sagen, hier ist das auf einem analogen Oszilloskop besser zu sehen. Deswegen gehe ich jetzt nochmal auf das Tektronix und mache da den Feinabgleich. Aber ihr habt wahrscheinlich gesehen, wie man das Signal zur Ruhe bringt, wie das geht. Ich gehe mal eben auf das Tektronix, stelle das ein. Dann schauen wir uns das da nochmal genau an. So, CD-Player wieder starten, Testprogramm. CD läuft an, Pause. So. Channel 1 aktivieren, Channel 2 aus. Jetzt mal schauen. So, jetzt drehe ich das mal rum. Jetzt hat die eine Pause gehabt, die schneide ich dann aber gleich raus. Und wir schauen jetzt hier mal das Augensignal. Ich verstelle den Trimmer und ihr schaut mal und ich schaue natürlich auch. Ich glaube, jetzt wird es deutlicher, ne? Ja, jetzt kann man es doch besser sehen. Und da seht ihr, dass die Analog-Oszilloskope bei solchen komplexen Signalen einfach schneller sind. Ja, so ist eine gute Einstellung erreicht. Und nun ist das Fokus, also das Augensignal, so wie das sein soll. So gefällt mir das. Prima. Ja, jetzt muss er nur noch gut laufen. Dann wären wir mit der Reparatur im Prinzip durch. Er hat alles sauber auch gespielt über die Zeit, aber den Testlauf machen wir natürlich noch zum Schluss. Abschließend. Ja, halten wir es kurz. Die rote und schwarze Test-CD, die ich original habe, läuft gerade durch. Und er findet die Tracks sauber, er läuft sauber ein, er scrollt gut. Die Wiedergabe ist einwandfrei. Ich denke, das waren alles Alterungserscheinungen und der Abgleich ist so gut wie möglich vorgenommen. Mehr ist da jetzt nicht zu tun. Das Einzige, was mir noch aufgefallen war, der Laser oder das Pickup sitzt ja auf einem Linearantrieb, Magnetlinearantrieb. Die Führungsstange war so trocken,
dass der ein bisschen hakelig lief. Da hat dann aber ein Tropfen sehr gutes säurefreies Öl dieses Problem sofort vollständig beseitigt. Auch wieder sicherlich eine ganz kleine Störquelle, die auch ausgeschaltet wurde jetzt. Also ich bin zufrieden, es läuft. Ich gebe das Gerät jetzt erstmal wieder zurück. Und damit wäre die Reparatur dann an diesem Denon DCD 1520 abgeschlossen. Okay, bis dann. Ciao.